da wo wir schon mal waren, diese evangelischen Locum. Akademie, Locum, Locum ohne Locum. Und da, jetzt haben sie eingeladen zum Öko-Treff. Und da steht dann oben drüber, da steht da drauf, da steht drauf, ökologisch handeln, auch in Gottes Namen. Auch in Gottes Namen. Ansonsten im Namen Shaitans. Ah nee. Religions- und kultursensibler Klima- und Umweltschutz. So beschäftigt Shaitan, ja, und du denkst noch, du tust was Gutes. Ja, du bist ein Guter. Ja, du sorgst für den Umweltschutz. Ja, für die Umwelt. Und da kommen dann lauter Leute, die dann reden, ja, auch im Namen Gottes. Also, eventuell, steht hier, auch in Gottes Namen. Alles, was wir tun, nicht in Gottes Namen, ist verflucht. Bismillah Rahman Rahim, hat der Scheich gesagt. Bismillah Rahman Rahim rettet dich. Wer Bismillah Rahman Rahim sagt und meint, der ist frei, der wird frei. Der wird gerettet. Ja, Bismillah Rahman Rahim. Und alles muss mit Bismillah Rahman Rahim sein. Deswegen. Und im Islam wissen wir das. Da wird es gelehrt. Ausdrücklich gelehrt. Ja. Nirgends wird es so gelehrt wie im Islam. Nirgends. Nicht im Christentum, nicht im Judentum. Steht es dann auch irgendwo, ist alles irgendwo vorhanden, aber es wird nicht so klar und deutlich und eindeutig und unmissverständlich gelehrt, zu sagen für jede Handlung Bismillahirrahmanirrahim, bevor du sie anfängst, und wenn du es beendest, sagst du Alhamdulillah. Nirgends. Das gibt es nur von der Botschaft Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deswegen muss man sich überlegen, was man sich anhört. Der Shaitan, Wiswas. Ja, warum heißt Shaitan der Einflüsterer? Da ist wieder das Ohr. Ja, das ist so klar im Islam, Alhamdulillah. Im Heiligen Koran steht Shaitan, was ist der Einflüsterer? Steht auch nirgends. Sonst. Ja, das Shaitan ist der Wiswas, der die Wiswas macht. Der flüstert ein. Wo flüstert er? Ins Ohr natürlich. Ja, der flüstert dir was ins Ohr. Shaitan ist der Einflüsterer, der dir auch natürlich die Gedanken und shaitanische Inspiration einflüstert, dich besetzt. Ist natürlich immer beides gemeint, das äußerliche Sprechen, das irdische mit den Frequenzen und den Vibrationen, den Schwingungen, was man sozusagen hört, körperlich, physikalisch hören kann, und dann das innere, ja, die Gedanken, die gehören auch dazu, zum Hören, das ist das innerliche Hören, ja, wenn du innerlich, kann man auch hören, ja, ohne jetzt das auszusprechen. Manche werden buchstäblich besetzt von Stimmen, wenn sie sagen, ich höre Stimmen. Ja klar, das kann schon sein. Ja, sei froh, wenn du die Stimme deines Scheichs hörst. Inshallah. Ja, das ist gut. Ja, dann hörst du, ja, dann hast du die richtigen Kanal eingeschaltet sozusagen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, hört und folgt. Hört. Ja, hört auf das Richtige. Überleg, mit wem du redest, was du dir anhörst den ganzen Tag lang. Shaitan schafft es, die Menschen so zu beschäftigen mit sinnlosem Zeug. Es ist einfach nur sinnlos. Und Sinnlosigkeit ist Haram. Es ist Haram. Ja, sinnlos gucken ist Haram. Das hat der Scheich uns ganz klar gesagt, und der Großscheich. Ja. Weil der sind sie gegangen, in Damaskus waren sie unterwegs, der Großscheich, ja, und Maulana, und er hat geguckt in ein Schaufenster, einfach nur so irgendwie, und der Großscheich sagte, was ist da, was siehst du da? Und er sagt, nee, ich habe nur so, das ist ein Schaufenster, ne? Sagst du, ein Schaufenster, ne, zum Schauen, ne? Guckt man dann, ja, man glotzt sozusagen, ja, ohne Sinn. Da sagt er, das ist Haram. Du hast dein Wudu verloren, dann musst du dein Iman erneuern,
wo du machen, zwei Hackerts beten, Astagfirullah, Iman erneuern, weg, finish, aus. Ja, das war natürlich ein anderer Maßstab. Ja. Aber so ist es. Und wir waren mit dem Scheich einmal unterwegs und hat er gesagt, hier, was siehst du in dem Bild? Weil das ist ein modernes Bild, da kannst du nichts erkennen, alles durcheinander. Weiß nicht, du weißt es besser, Scheich, dachte er. Nee, du musst da was drin sehen. Überall, wo du hinguckst, musst du einen Sinn erkennen. Musst du einen Sinn, egal wo du hinschaust, musst du einen Sinn sehen. Einen Sinn rausholen. Wenn du das nicht tust, haram. Wahrlich, wir haben diese Welt nicht zum Spaß, zum Zeitvertreib erschaffen. Wir haben das Leben im Zeitvertreib. Wir leben im Zeitvertreib. Ja, wir richten unser Leben aus nach dem Zeitvertreib. Was können wir mal machen? In der Fun-Gesellschaft. Ja. In der Fun-Gesellschaft, im Zeitvertreib. Ja. Jetzt müssen wir die Zeit vertreiben. Wahrlich, wir haben es nicht dazu erschaffen. Ja, wir haben es sinnvoll. Deswegen muss jede, und Zeit ist kostbar. Ja, als ich auf Lafis vor ein paar Wochen gesagt, ja, hat uns dargestellt, wie die Zeit kostbar ist. Wenn du keine, nichts zu verschwenden hast, nichts, keine Sekunde, keine Minute, keine Zeiteinheit zu verschwenden, sondern jede Zeiteinheit ist dazu da, dass Allah uns was gibt, jedem Menschen was gibt, entsprechend seiner Aufnahmefähigkeit, egal was. Ja, es gibt für alles einen Sinn und für alles einen Zweck und nichts ist umsonst erschaffen. Jede Minute, jede Stunde, jeder Tag ist neu. Und für jede Zeit kann man dankbar sein. Ja. Und für jede Zeitabschnitt gibt es bestimmte Tätigkeiten. Ja, mashallah. Ja. Deswegen so muss man gucken, was man hört. Ja, muss man gucken, was man sich anhört. Ja. Das ist sehr gefährlich. Ja. Das ist sehr gefährlich. Wenn du Haram anschaust, mit deinen Augen, das ist schlecht. Sehr schlecht. Und Bedarf der Reinigung und so weiter. Wenn du Haram hörst, durch das Hören, das kann sein, dass es nie wieder weggeht. Dass es einen Schaden in einem hinterlässt, der nicht wirklich weggeht. Man kann alles aufheben, alles wird verziehen und so weiter. Aber es kann einen Schaden, eine Schädigung geben durch das Hören, das bezeichnenderweise wieder so, der nicht weggeht, hat der unser Meister uns gesagt. Ja, dass ich das höre. Da muss man viel mehr aufpassen, was man hört. Und dem ist ja egal, dass der sagt, dies, das, hören wir mal. Nee. Man muss viel mehr aufpassen, was man hört. Und viel mehr unterscheiden und ablehnen. Bestimmte Sachen. Nicht sich damit beschäftigen, nicht die Zeit verschwenden. Ich muss jetzt dahin gehen, mir das anhören, ja, zu diesem Verein, dann muss ich zu diesem Verein gehen, zu dieser Sitzung, ich bin eingeladen, muss ich mir anhören. Musst du gar nicht. Musst du gar nicht. Musst du nicht. Du musst dir auch nicht das Wahhabi-Gesülze anhören, das Wahhabi-Getue, die Wahhabi-Sprüche. Du musst auch nicht diskutieren. Du sollst nicht diskutieren. Das ist alles, was Shaitan versucht, dich reinzuziehen. Er will dich nur besitzen. Er ist schon zufrieden, wenn du irgendwas hörst, was dir nichts bringt. Dann ist er schon happy. Wenn er schafft, dass du dich nicht beschäftigst mit Allah, nicht mit einem Sinn, nicht mit dem Sinnvollen beschäftigt, dann ist er schon, hat er schon sein Ziel erreicht. Das ist, was er will. Dass du dich nicht mit Allah, mit deinem Herrn, beschäftigst, dass du irgendwas machst, nicht im Namen des Herrn, nicht mit Bismillah Rahman Rahim, das ist schon gut. Diese Veranstaltung hier, auch im Namen Gottes, der Rest ist Shaitan. Hat er schon auf dem Titel schon eingesagt, die ganzen Leute. Schon eingesteckt. Irgendwann, dann kommt vielleicht auch mal Gott vor. Vielleicht auch nicht. Hat er schon im Titel, hat er sie schon in den Sack gesteckt, Shaitan. Für sinnlose Sachen. Bismillahirrahmanirrahim.